In der Worst Night vom Dienstag, den 10. September 2019, haben wir uns auch das Star Citizen live mit Todd Pepe und Brian Chambers und Jed McKinney angeschaut. Ich habe die Inhalte entsprechend vorgestellt und erklärt. Und die Ausschnitte daraus, die bringe ich euch jetzt hier nochmal ausgekoppelt auf meinem Videokanal. Dies ist der zweite Teil zum Thema Server Object Container Streaming und Server Meshing. Du wolltest jetzt mit deinen Star Citizen Live Inhalt 2 weitermachen, nämlich mit dem Server-Side. Genau, das mache ich auch schnell. Object Container Streaming. Das sind doch nur 2,5 Seiten, das kriege ich hin. Dann gib mal Gas! Okay, Teil 2, Server Object Container Streaming, wo sich dann der Chad McKinney am Freitag im Star Citizen Live geäußert hat. Er hat erstmal so ein bisschen am Anfang angefangen und von der CryEngine erzählt. Und die CryEngine, erzählt er, die war Level Loading Based. Also es gibt kein Entity Streaming und eben abgeschlossene Levelbereiche, die rein auf Deathmatches ausgerichtet sind. Und deshalb hat man ja auch damals angefangen, umfangreiche Umbaumaßnahmen durchzuführen. Und auf dem weiteren Weg im Rahmen dieses Umbaus ist man dann ja irgendwann auf der einen Seite zur Lumberyard Engine entwickelt. Man hat aber dann auch sich das Object Container Streaming erdacht und vorbereitend dazu das Network Bind Culling und die Serialized Variables. Dazu habe ich ein Sondervideo gemacht im Jahr 2017. Das möchte ich jetzt nicht erklären, weil das würde 20 Minuten extra Zeit kosten. Und dann könnt ihr nochmal in meine Playlists reinschauen und euch dort unter dem Stichwort Serialized Variables das Thema anschauen. Auf jeden Fall, dieses Object Container Streaming und Network Bind Culling und Serialized Variables erlaubt es CIG, Entitäten von Clients loszulösen und zu replizieren. Nochmal kurz wiederholt, Entitäten, das kommt jetzt ganz häufig vor, dieser Begriff, eine Entität ist ein Informationsobjekt. In der Welt von Cloud Imperium Games die Bezeichnung grundsätzlich für jedes Objekt im Spiel, sei es ein Raumschiff, eine Rüstung, eine Waffe oder eben ein Spieler. Und diese Entität kann mit verschiedenen Komponenten befüllt werden, mit Physikkomponenten, Logikkomponenten oder eben natürlich Grafikkomponenten. So, letztes Jahr hat CIG ja bekanntermaßen das Client Object Container Streaming fertiggestellt und implementiert. Und die Entwicklung dieser Object Container Streaming Komponente, Network Bind Culling, Serialized Variables, das hat viele, viele Jahre Entwicklungszeit gekostet und erlaubt es jetzt, Object Container zu verknüpfen und zu lösen und nach Bedarf eben zu streamen. Das heißt also, wenn wir als Spieler irgendwo sind und etwas sehen, dann wird der Bereich an sich gestreamt und vielleicht auch eben ein weiterer Object Container für den Bereich, der jetzt gerade uns beeinflusst oder den wir sehen, wie auch immer. Diese Object Containers können ja auch gestaffelt werden. Wer dazu was wissen möchte, kann auch auf meinem YouTube-Kanal gucken. Dasselbe Prinzip soll nun auf der Serverseite umgesetzt werden, was einfach klingt, aber ein unglaublich großer Aufwand ist. Dieses Server-Object-Container-Streaming, das hat man schon nebenbei angefangen mitzuentwickeln im letzten Jahr, als man dann irgendwann sich gewahr wurde, dass das nicht klappt und dass man erstmal die Client-Seite fertigstellen muss. Und seitdem das Client-Object-Container-Streaming implementiert worden ist, hat man den vollen Fokus auf Server-Object-Container-Streaming gelegt, also erst seit Ende letzten Jahres, wo man seitdem alle verfügbaren Kräfte zur Realisierung dieses Themas zusammenzieht. Und dafür hatte man zu Beginn ein einwöchiges Arbeitsmeeting, wo man sehr tief darin eingestiegen ist und festgelegt hat, wie eine Umsetzung möglich sein könnte, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Das betrifft neben den Ressourcen natürlich auch die Frage, welche Kernelemente des bestehenden Systems müssen wie verändert und erweitert werden. Also der Programmcode muss geändert werden. Die Engine muss angepasst werden und sämtliche Backend-Services, da haben wir wieder das Wort, müssen angepasst und verändert werden. Und seitdem, seit einem Jahr, arbeitet man nun sehr intensiv auf das Server-Object-Container-Streaming hin mit, wie Chad McKinney sagt, bedeutenden Fortschritten. Zum Zeitpunkt des Videos kam Chad gerade aus einem Status-Meeting, an dem auch Chris Roberts teilgenommen hat. Und der war sehr positiv gestimmt hinsichtlich des Status quo. Es wurden einige wirklich signifikante Ziele erreicht, erzählt Chad.
So hat man im großen Umfang Änderungen an den Object-Containern vorgenommen im Hinblick darauf, wie diese Object-Container Entitäten laden. Das ist ein wichtiger Kernpunkt, denn jetzt unterscheidet man Entitäten zwischen dynamischen und statischen Entitäten. Und das gibt CRG unter anderem wichtige Informationen darüber, welche Objekte zum Streamen geeignet sind und welche nicht. Hier möchte ich einwerfen, das wird nicht erklärt. Entitäten oder Objekte, die zum Streamen geeignet sind, check. Wenn Entitäten nicht zum Streamen geeignet sind, woran machen Sie das fest? Was sind das eigentlich für Entitäten, welche nicht gestreamt werden können? Und sind das dann die, die dann bei uns entsprechend installiert werden? Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gewünscht, aber das wird nicht weiter erklärt. Da muss ich noch mal kurz dazwischen grätschen. Mhm. Toindertaker, WA, schreibt gerade, ja, das macht Amazon. Nein. Das Object Container Streaming wird von Cloud Imperium gemacht. Amazon sitzt am Server Meshing. Das ist wiederum eine andere Technologie. So, und zu den Entitäten. Eine statische Entität wäre für mich zum Beispiel eine Station, wie Port Odisar. Dynamisch, und das ist ja so ein großer Knackpunkt am Object Container Streaming serverseitig gesehen, sind zum Beispiel NPCs. Also ich bin in einem Container drin und ich jage einen NPC und ich lasse von dem ab. Und der NPC bewegt sich weiter. Jetzt ist die Frage für den Server. Der Server muss sich jetzt die Frage stellen, berechne ich diesen NPC jetzt weiter oder nicht? Und wenn ich ihn weiter... Beziehungsweise halte Informationen vor, dass er da ist, aber gebe keine grafischen Informationen. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, an dem Sie da gesessen haben oder vielleicht sogar noch sitzen. Ich lasse dich jetzt weitermachen. Ja, das wollte ich nur einwerfen. Ja, da sitzen Sie noch drin. Nee, es war auf jeden Fall ein spannender Einwurf. Und jetzt wird es sowieso noch komplizierter. Oh je. Genau, also welche Objekte zum Streamen geeignet sind, welche nicht, wie gesagt. So, ein weiteres Ziel ist der sogenannte Star Engine Service. Dabei handelt es sich um Services im Spiel, die zwar auf dem Programmcode des Spiels basieren, aber auch gleichzeitig als Cloud Service genutzt werden können. Dieses Framework wird von etwas genutzt, was CIG Star Hash Service nennt. Also ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Es gibt also einen Star Engine Service. Das ist quasi das Fundament und das wird von etwas benutzt, was man Star Hash Service nennt. Und Star Hashes sind dabei CRGs Version eines Koordinatensystems, ähnlich Geo-Hashes, Geo-Hashes, erklärt Chat, die im gesamten Verse genutzt werden später. Das ermöglicht Koordination und Kontrolle darüber, was, wo, zu welcher Zeit im Spieluniversum gestreamt werden soll. Und das nennt CIG aggregierte Entitäten, Entity Aggregates. Das sind quasi, im übertragenen Sinne, die Wurzeln der Bäume, der Entitätsbäume. Dieser Star Hash Service funktioniert jetzt und wurde eingebunden in den Streaming Manager. Dieser Streaming Manager ist dafür zuständig, Object Container zu verknüpfen und zu streamen, wurde aber jetzt zusätzlich mit dem Star Hash Service verbunden, sodass beide zusammen komplexe Aufgaben wie Streaming Events bewältigen können, eben solche Events zu erkennen und zu verarbeiten, die unterschiedlichen Entitätsaggregate zu identifizieren, zu gruppieren, rein und raus zu streamen. Also ein riesiger Identifizierungs- und Managementaufwand, den diese beiden Services dort leisten. Grandios. Da habe ich nur noch mit einem offenen Mund vor dem Monitor gesessen. Das sind irgendwie Magier in meinen Augen. Was die da machen, ist echt grandios. Das ist eine Sache, du kannst ja nicht mal eben bei GitHub hingehen und da recherchieren, was ist das für ein Code und dann machst du Copy and Paste und dann läuft es bei dir. Sondern das ist ja was ganz, ganz Neues, was die da machen. Und ganz genau. Hut ab. Wirklich Hut ab. Ja, absolut.
Es gibt immer noch eine Menge zu tun. Also bevor wir jetzt aufspringen und sagen, juhu, sie sind fertig, kommt jetzt raus. Nein, also Chat sagt, es gibt immer noch viel zu tun. Aber jüngst hat CRG etwas implementiert, jetzt kommt der nächste Begriff, was sie Prototype in Memory Persistence Cache nennen. Also ein prototypischer im Arbeitsspeicher Persistenz Cache, kann man das so. Ich nenne es trotzdem Prototype in Memory Persistence Cache. Hierzu erklärt Chat, dass sie, damit Server Object Container Streaming überhaupt funktionieren kann, die globale Persistenz benötigen. Und das finde ich insofern ganz hochgradig spannend, weil Chris Roberts vor einem Jahr auf der CitizenCon erzählt hat, dass sie erst das Server Object Container Streaming realisieren, dann das Server Meshing und erst dann die globale Persistenz möglich sein wird. Und jetzt sind sie aber in der Zwickmühle, dass sie die globale Persistenz benötigen, bevor sie überhaupt Server Object Container Streaming realisieren können. Und das bedeutet ein riesiges Set an Veränderungen für das Spiel. Es verändert vollständig die Art und Weise, wie das Spiel arbeitet und den Weg, wie Entitäten geladen und gespawnt werden. Und um das überhaupt zu testen, um sich daran zu tasten und zu gucken, wie funktioniert das und wo liegen die Fehler und wie ist das überhaupt umzusetzen, dafür hat man diesen Prototype in Memory Persistence Cache entwickelt und eine Testumgebung aufgebaut und das entsprechend implementiert. Mit diesem Prototype in Memory Persistence Cache kann man sämtliche Ergebnisse und Aktivitäten auslesen, die auf dem Star-Hash-System basieren, um so den Programmcode testen zu können, den sie ja verändern müssen, wie gerade erwähnt, im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Missionssystem, Transitsystem, Service Beacons und so weiter. Also ihr seht, alles ist von diesem Service-Object-Container-Streaming betroffen, Server-Object-Container-Streaming, Entschuldigung, und sie müssen alles anfassen, überprüfen und verändern. Und wie gesagt, dank dieses Prototype in Memory Persistence Cache können die Entwicklerteams genau verfolgen, welcher Teil das Programm wo, bei welcher Aktivität zum Absturz bringt, während Entitäten vom und auf die Spieleserver gestreamt werden. Also, wie wir sehen können, ist das nicht einfach so mal eben linke, rechte Hosentasche gemacht, sondern CRG verändert noch einmal grundlegend die Weise, wie das Spiel funktioniert. Das bedeutet, Programmcode, Engine, muss alles komplett angeschaut, muss geprüft werden, ob alles mit der neuen Technologie, dem Framework, den Logiken arbeitet. Es werden Veränderungen vorgenommen, Korrekturen, Reparaturen und so weiter. Der nächste große Schritt wird dann sein oder wird nun sein, das echte Persistenz-Backend zu implementieren, wofür man der Engine neu beibringen muss, in welcher Weise sie den Persistenz-Cache zu nutzen und zu beschreiben hat. Backend-Services und Cloud-Services wiederum muss beigebracht werden, wie sie mit den Daten der Engine umzugehen haben. Und Ziel ist es, dass eine wesentlich größere Menge an Daten verarbeitet werden kann als aktuell. Und diese Menge, die ist heute schon beachtlich, denn die Server verarbeiten die Persistenz der Spielerdaten, der Schiffe, der Komponenten, der Gegenstände. Ihr müsst euch vorstellen, man erzeugt Daten, wenn man durch die Gegend fliegt. Der Tank leert sich, man tankt nach, man hat in seinem Inventar irgendwas. All das erzeugt Daten, die neben den regelmäßigen Updates auf die Backend-Server geladen werden, runtergeladen, raufgeladen und so weiter. Und alles kann Fehler erzeugen, alles muss analysiert werden. Und bisher ist diese Persistenz, obwohl sie schon eine Menge Daten produziert, immer noch relativ begrenzt. CIG zielt aber auf eine vollumfängliche Persistenz im gesamten Verse ab, die sämtliche Spieleserver und eben das gesamte Spieluniversum umfassen. Und das bedeutet eine massive Vergrößerung, also eine unvorstellbare Vergrößerung des Datenvolumens, weshalb man entsprechende massive Veränderungen an den Backend-Systemen vornehmen muss, damit diese Menge an Daten verarbeitet werden kann. Die weitere große Hürde, also es hört nicht auf, neben vielen unzähligen weiteren kleinen Details, das ist der Programmcode, der auch nochmal umgeschrieben werden muss. Also das ist keine Kleinigkeit. Denn das bedeutet, dass sämtliche Game-Feature-Teams noch einmal
sämtliche Spielfeatures, die bislang im Spiel sind, anschauen und prüfen müssen, ob sie mit den neuen Spielsystemen korrespondieren. Und das ist eine große Unbekannte, weil solange die ganzen von mir eben erwähnten, genannten Hürden noch nicht genommen wurden und alles wie geplant implementiert ist, solange kann man noch nicht mit dem Testen beginnen. Beginnt man mit dem Testen, wenn dann alles implementiert ist, dann wird es aller Voraussicht nach, das hat Brian dann erzählt, zu einer großen Menge an Crashes und den notwendigen Nacharbeiten der Features kommen. Aber wie und in welchem Umfang, das kann CRG zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wie auch immer, um das Ganze in ein positives Licht zu bringen, die gute Nachricht ist, dass das Prototype In-Memory Persistence Modell stabil auf den Servern der Testumgebung läuft. Das bedeutet, dass man diesen Service in einer geschlossenen Spielumgebung testen kann, ohne dass die volle Persistenz im Backend nötig wäre. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie es potenziell auch in die Alpha-Umgebung bringen können. Das bedeutet aber auch, wenn ein Server crasht, dass die serverseitigen Daten dann eben aufgrund der fehlenden vollen Persistenz gelöscht sind. Die Spielerdaten sind davon nicht betroffen. Es bedeutet aber eben auf Sicht, dass man alle Vorteile des neuen Streaming-Frameworks nutzen können wird, ohne die volle Persistenz zu benötigen. Und das heißt, dass wir Server-Object-Container-Streaming in einer ersten Iteration, also sozusagen Server-Object-Container-Streaming-Lite, in einem der nächsten Patches bekommen könnten. Wobei hier keine Daten oder Patch-Versionen in dem Star Citizen Live genannt werden. Das war's zum Thema Server Object Container Streaming und Server Meshing. Das ist ja etwas, das auch seit langem erdacht wird und dessen Grundlagen im Moment gelegt werden. Und der gute Sawyer hat uns bei der letzten Versenight erzählt, dass am Server Meshing Amazon arbeitet mit einem großen Team, also wirklich mehrere Dutzend Leute, die nichts anderes machen, als sich das Thema zu erdenken, weil das ist ein Geschäftsmodell. Damit sind sie Vorreiter einer Technologie. Die arbeiten Hand in Hand mit CIG an diesem Thema und deswegen gehen wir auch davon aus, dass sie das auf jeden Fall realisieren können. Aber das wird noch dauern und essentielle Voraussetzungen dafür ist, dass Server Object Container Streaming vollständig funktioniert, inklusive aller technischen Hürden, über die ich euch gerade aufgeklärt habe. Das war's. So, erstmal von mir eine Entschuldigung an The Undertaker, dessen Namen ich vorhin total falsch vorgelesen habe, weil ich hier auf den Stream-Chat geguckt habe, wo alles groß geschrieben ist. Da habe ich irgendwie The Undertaker, keine Ahnung, habe ich vorgelesen, ist natürlich The Undertaker. Und Steelpick schreibt, das hat sich allerdings dann schon aus dem weiteren Text, den du dann vorgetragen hast, ergeben, fragt also, ob wir dann früher mit der kompletten, vollständigen Persistenz rechnen können. Und wenn ich deine Worte jetzt nochmal zusammenfasse für die, die böhmische Dörfer nur verstanden haben und jetzt große Fragezeichen in den Augen haben, Object Container Streaming serverseitig haben sie also festgestellt, sie brauchen die Persistenz. Und haben die natürlich noch nicht. Du hast ja selber gesagt, Chris Roberts hat ja eigentlich einen ganz anderen Plan da erstmal vorgestellt, der so oder so hinfällig ist, wenn sie feststellen, okay, wir müssen die Reihenfolge andersrum machen, es geht nicht anders. Und sie arbeiten im Prinzip, so kann sich der Laie das vorstellen, jetzt mit Dummy-Persistenzen. Also mit richtig. Im Prinzip ist es das so, sie gaukeln der Engine vor, die jetzt den Object-Container-Part macht. Die Persistenz ist komplett da und in Wirklichkeit sind es eigentlich nur Dummies. Und da füllen sie eben Daten rein in nicht vorhandenen Tabellen, sag ich jetzt mal so. Und das wird dann nach... In-Memory-Cache. Genau. Mhm. Und das werden sie nach und nach natürlich dann auswechseln, sag ich jetzt mal so lapidar, gegen funktionierende Technik. Und viel Glück dabei, sag ich mal. Das ist eine Schweinearbeit. Aber sie kriegen es schon hin. So, Yogi Bär schreibt, wie wäre es jetzt mit dem Quantentunnel? Bitte, bitte, lechts. Ja, also, Mitch, wir machen den Quantentunnel. Leg einen Hebel um.